Hallo, ich bin heute mit meinem Hund gelaufen. Erstaunlicherweise, mache ich ab und zu. Und bin am New Yorker vorbeigekommen und habe diesen Schal gesehen, ich habe dort hängen. Dadurch, dass ich eigentlich so langsam der Frühling kommen und wir alle schon uns freuen auf Frühling und so, aber das Wetter noch grau ist, habe ich den müssen haben. Einfach ein bisschen Frühlingsfarbe und ein bisschen etwas Tolles, ein bisschen etwas Schönes. Und habe mir dann überlegt, was machst du für ein Make-up dazu, weil, ja, habe mir einfach überlegt. Bin dann heimgekommen und habe meine alte Palette vom, wie heisst er? Horst Kirchberger. Vom Horst Kirchberger vorgenommen, zu Farben. Die Nummern stimmen nicht zusammen mit dem, was drauf ist, weil ich mir das in der Lehre mal zusammenstellen durfte. Wir haben mit diesen Farben geschafft. Findet ihr aber im Moment überall so schöne Lachs und Pink und Lila und keine Ahnung was Töne. Ich probiere jetzt mal einfach so aus. Ich habe den Look noch nie gemacht. Aber es wird wohl etwas Schlaues rauskommen dabei. Ich nehme wie immer meinen Art Deco Eyeshadow Base. Und mache den aufs ganze Auge drauf. Ich freue mich echt extrem auf den Frühling dieses Jahr. Einfach mal wieder etwas bisschen weniger anziehen, nicht immer die 15 Schichten. Und, da arbeite ich jetzt noch mit dem Be You Catwalk Trio Eyeshadow Nummer 62. Den gibt es, glaube ich, in Douglas. Da nehme ich jetzt die mittlere Farbe. So ein rosa Lachs irgendwas. Um einfach das ganze Auge aufhellen. Um ein bisschen eine Lichtigkeit geben. So. Das Licht ist grässlich heute, ich weiss. So. Voilà. Dann nehme ich ein Pinsel, was nehmen wir? So etwas Buschiges. So. Und dann nehme ich hier also eine richtig schöne Lachsfarbe. Seht man das? So. Also wirklich einfach Lachs, so wie mein Schal ist. Und mit dem schminke ich dann so das Ganze. Bewegliche Lid. Bewegliche Lid ist all das, was sich bewegt, wenn wir blinzeln. So. Noch ganz geschwollene Augen von gestern Abend. Ich habe PS I Love You geschaut und die Tränen sind so gelaufen, dass die ganzen Augen noch geschwollen sind. So, voilà. Dann brauchen wir ja einen dunkle Kontrastfarbe. Ich nehme jetzt hier einfach das erste Dunkle in die Hand. Reinrutscht, ja, das funktioniert. Das ist von Art Deco 612. Das ist so eine Mischung zwischen Braun und Silber. Würde ich jetzt mal sagen. So, wie immer, ich setze hier an und gehe wieder im Augenlid entlang. Also der Augenhöhle entlang. Immer außen ansetzen, weil wir wollen außen den dunkelsten Punkt und verteile es gegen innen. So. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich nehme jetzt das Dunkelviolett, das passt in die Farbpalette rein. Ich will die Falten noch ein bisschen stärker betonen. Es ist einfach ein mattes, dunkles Violett. Viele sagen mir, wenn ich mit ihnen über das Make-up rede, dass sie eigentlich hauptsächlich nur braun und schwarz
und so Farben verwenden. Ich finde es sehr schade. Also, schon klar sollte man nicht gerade mit Pink und Grün und Silber kombinieren, jeden Tag, aber ich finde es schade, wenn man nie Farben braucht. Ich mache immer den unteren, äußeren Drittel mit der dunkelsten Farbe auch und verbinde das so ein bisschen mit dem oben. So. Augen unten noch ein bisschen aufhellen. Ich mache gar nichts mit irgendwie Kajal oder so, weil ich die Wimpern einfach stark will duschen und eben die Lippen noch relativ stark schminken. So. Ich nehme von Clachas das Intense Black 01. Das ist eben vor einem Jahr ist das der neueste war von Clachas. Jetzt ist das Pinsel. Hinten sind normale Borsten und vorne sind sie so mit Metallgummi-Nöppeli. Mit denen sollte man anscheinend die vorderen Wimpern sehr schön machen können. Aber ich finde einfach, er tauscht sonst auch schon ganz toll. So. Lippenstift nehmen wir das 118. Das ist Clementine von Clachas. Das ist recht orange, also nicht verschrecken. Zuerst mache ich aber jetzt noch einen Konturenstift drumherum. Und das ist vom Art Deco Waterproof Crayon Contour des Lèvres Nummer 12. Der ist ein bisschen dunkler. Aber so kann ich ein bisschen 3D-Effekt kreieren. Voilà. Noch ein bisschen Rouge. Wie immer. Und ich habe genug Farbe auf dem Gesicht, dass ich mag auf den Frühling warten. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ich wünsche euch viel Spass, auch beim Auf den Frühling warten. Ich hoffe, es kommt gleich. Und ja, schönes Tag noch. Tschüss.